Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Vom 24. August bis zum 11. September 2022 findet das 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen statt. Zwei Tage vor Beginn laufen die letzten Vorbereitungen. Unter anderem gilt es, das wegen der Trockenheit bereits in Unmengen gefallene Laub der Bäume rund um die Festivalzelte noch zu entsorgen. Ab Mittwoch starten dann die Vorführungen der weit über 50 verschiedenen Filme, die dieses Jahr während des Festivals gezeigt werden. Neben einigen hochkarätigen Highlight-Filmen werden auch viele Nischenfilme gezeigt. Besonders oft sind bei dieser Festivalausgabe Komödien vertreten, wie zum Beispiel Alles in bester Ordnung, Beckenrand-Sheriff und Eingeschlossene Gesellschaft. Daneben werden aber auch Dramen, Krimis, Kinderfilme und Dokumentationen gezeigt. So zum Beispiel Das Licht in einem dunklen Haus, Ernestos Island, Everything Will Change und Träume sind wie wilde Tiger. Es geht einmal natürlich um die Atmosphäre hier unmittelbar am Rhein. Es geht aber auch um das entspannte Zusammentreffen von Freunden, Freundinnen. Ebenso und ganz hautnah begegnen wir hier den Schauspielerinnen, den Schauspielern. Und wobei sich das diesjährige Aufgebot an Stars liest wie das Who der Filmbranche. Wie jedes Jahr werden auch bei der 18. Festivalausgabe wieder prominente Gäste erwartet. Auf der Liste stehen Namen wie Iris Berben, Axel Milberg, Andrea Sawatzki, Caroline Herfurth und Ulrich Tukur. Diese werden auch an Filmgesprächen teilnehmen. Diverse Preisverleihungen stehen während des Festivals ebenfalls an. Vergeben werden zum Beispiel der Rheingold-Publikumspreis, der Filmkunstpreis Ludwigshafen und die Preise für Schauspielkunst 2022. Bisher ist es für mich jetzt eher, sag ich so mal, einer der Leuchttürme und Vorzeigeprojekte des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Davon haben wir in dieser Größenordnung und von diesem Bekanntheitsgrad nicht viele. Und wir möchten unsere Wertschätzung für dieses tolle Projekt Ausdruck geben dadurch, dass wir das Festival langfristig und kontinuierlich unterstützen. Am Montag informierten die Organisatoren und Sponsoren des Festivals bei einer Pressekonferenz nochmal über einige Details, vor allem zur Finanzierung. Das mit rund 2 Millionen Euro veranschlagte Festival wird nur zu 20% durch Stadt und Land subventioniert. Die restlichen 80% werden durch Großsponsoren wie beispielsweise die RNF, BASF, GAG, TBL, LUCOM, das Klinikum Ludwigshafen und die Sparkasse Vorderpfalz getragen. Weil für uns als Sparkasse gehört es dazu, dass wir einen Teil des Geldes, das wir verdienen, auch wieder zurückgeben an die Gesellschaft, und zwar in der Region fort. Dort, wo wir arbeiten, dort, wo unsere Kunden leben und arbeiten. Und das ist für uns ein Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Und deshalb ist es nicht nur die nüchterne Betrachtung, sondern auch sehr viel Herz dabei, wenn wir sponsern. Und wir sind seit vielen Jahren Partner des Filmfestivals. Darüber hinaus wichtig sind die Ticketverkäufe und das Catering. Hier hoffen die Veranstalter auf 90.000 bis 120.000 Besucher, die Kinozelte und das Freiluftkino füllen sollen. Zur Anreise wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, da vor Ort keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Intendant Michael Kötz dankte nochmals allen Sponsoren und dem Förderverein des Festivals für ihre breite Unterstützung. Er hoffe auf ein gutes Gelingen des diesjährigen Festivals. Weitere Infos zum Festivalprogramm gibt es auf der Website fflu.de.